Na, ich bin mit dem Tippen heute wieder. So hieß sie. Also, wir spielen heute The Smile Room. Bitte folgen Sie mir. Wo ist eigentlich mein Ton? Da ist mein Ton. Ja, ist das laut. Bist du mit mir da? Es lebt bei mir noch. Ach so. Bist du das? Nein. Wer ist das? Gott, ist das laut? Wie geht das? Mit 80%. Ist das jetzt zu leise? Oh. Da war ein Fremder. What? Er ist aber weg jetzt. Hast du auf Public stillgestellt? Da kannst du nichts stellen, aber jetzt bist du da. Hey, ich kann springen. Yay! Okay. Warte. Okay, müssen wir wahrscheinlich durch diese Tür, oder? Hä? Warum kann ich mich... Nee, durch die... Warte, gibt es zwei Türen? Es gibt zwei Türen. Komme ich hier hin oder nicht? Hallo, Licht? Hä? Wie komme ich dann... Achso, press to continue. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Drücken wir? Ja. Klick. Oh. Da musst du noch Adjustments machen. Also ich zumindest. Achso. Adjust the slider until the logo on the left side is completely invisible and the one on the right barely seen. Ich mache es aber ein Tiki-Taki heller als gewollt. Und auf der rechten Seite kaum zu sehen. Ach so, ja, nee, das machen wir nicht. Dann sehe ich nichts. Eine Warnung. Diese Welt benutzt visuelle Trigger. Using for a camera person mirror break the scripts VRC-Kamera oder persönliches Spiegel. Nee, mache ich ja nicht. Using the cutout cam is allowed. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ja. Oh, hier gibt es noch ein paar Settings. Potato Mode off. Dann sieht das Ganze viel einfacher aus. Post-Processing? Nein. Blood and Gore on? Ja. Also ich habe off, on. Du auch? Mhm. Okay, dann Start. Oder wollen wir noch die Regeln? Oder die Regeln? Achso, hier. Yeah. Vier Spieler maximal, Benutzer eine normale Größe vom Avatar, schauen nicht durch Wände, dieser Satz ist für mich. Keine Avatare mit Sounds oder Licht, keine VR-Chat-Kamera oder Spiegel, hab eine gute Zeit. Okay, jetzt Start. By pressing I agree, you confirm that you have read it. Ja, wir haben die Regeln gelesen. Warnung, der Map-Hersteller ist nicht verantwortlich für irgendwelchen Schaden, der vielleicht entsteht, während wir das spielen. Okay. I agree. I'm making of my coffee. Kann ich, ach so, kann ich da dran gehen?
Muss ich da dran gehen? Hallo. Oh, hi. Darcy. Yes. Who is this? It's me, Anna. Anna, who? Anna Woodson. Listen. Anna Woodson went missing 16 years ago. If this is a prank... It's me. Of course. Listen, I don't have much time. I need your help. Meet me in the basement of the Starlight Plaza. I'm gonna explain everything once you're there. Wait, how did you even get my... Hello? Hello? Here I am. This better not be a prank. Also, natürlich, vor wie vielen Jahren ist sie verschwunden? Habe ich schon mal vergessen. Vor vielen Jahren ist Anna verschwunden und ruft jetzt an und will uns im Keller davon treffen. Und natürlich sind wir einfach hingefahren. Oh ja. Klar, würde ich auch. Das ist ja auch absolut vertrauenserweckend hier. Ja, ja. Gott. Ich meine, passend angezogen sind wir, ne? So ist es nicht, aber... Was ist das da hinten? Sollen wir ja nicht tun, aber ich pieke ja nicht durch die Walls. Ich will nur wissen, was da rot ist. Steht da etwas? Ich sehe nicht, deswegen. Sieht so aus, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Textur. Vielleicht falle ich auch einfach durch die Map. Es ist die Spiegelung von dem. Ah. Okay, oh, es sieht doch gruselig aus im Dunkeln. Ich? Deine Augen leuchten nur. Ah! Ah! Sie ist kein Schwenny. Was ist denn Starlight Plaza? Es klingt so nach Hotel, aber es sieht nicht aus wie ein Hotel. Das ist noch netter als das, was ich dachte, was es sein könnte. Ein Rotlicht. Was? Von dem Gebäude her sieht es aber eher aus wie so ein Einkaufsmall-Ding. Ich dachte so an einem billigen Stundenhotel eventuell mit Keller, mit Stangen und so. I think I left one in the car. Ich muss den Kerl jetzt doch wieder lauter machen, ne? Weißt du, erst dröhnen einem die Ohren weg und jetzt erzählt er aber so leise. Ja. Er hat gesagt, er braucht eine Crowbar. Also wir brauchen eine Brechstange, um da reinzukommen. Okay. Vermisst wird Jimmy Benton, 7 Jahre alt. Cheng Long, 6 Jahre alt. Susie Corrington, 10 Jahre alt. Schon wieder da. Ich schaue mal im Kofferraum. Ja, ich gucke mir Bildchen an. 15, okay. Und 3, zwischen 3 und 15. Ah, geht's noch weiter? Die hatten wir auch. Auch. Fliegen. Ich guck mal im Müll. Kann ich irgendwas? Hab sie! Yay! Natürlich hat man sowas immer im Kofferraum dabei, ne? Ich habe auch immer eine Brechstange unterm Arm. Ja, vor allem, wenn du zu einem Date fährst in einem Keller von einem weiß ich nicht was. Vor allem, glaube ich, 100 andere Sachen eigentlich eher mitnehmen würde. Bitteschön, du darfst aufbrechen, du hast mehr Kraft. Ich sehe die tatsächlich nicht. Nicht? Nein, du hast nichts in der Hand gehabt und ich sehe nichts. Okay. Passiert bei dir jetzt was? Ja. Okay, dann muss ich sie auch holen. Okay. Gut zu wissen, also wir müssen beide aufpassen, nicht nur einer kann machen. Ja. Im Kofferraum oder wo ist sie? Yes. Okay. Sie ist wunderschön und rot. Okay. Ja. Kannst du denn, dass es irgendwie nur bei den Amis rot ist und bei uns sind die grau? Ich glaube ja. Ist bei dir schon offen, ja? Mhm. Okay. Knack, knack. Okay. Ich bin drin. Darf ich mal sagen, dass Jimmy Benton nicht nach 7 aussieht? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. It's pretty dark in here. There might be a control terminal somewhere. Let's see if I can get the power back on. Ich bin drin, du auch? Happy Toy Store!
Er will das Licht anmachen, das finde ich gut. Nach dir. Ich weiß nicht, ob es richtig Red's ist. Robot. System offline. Activate Power. Oh. Ja, ich glaube, hier ist Licht angegangen. Wo hast du das gemacht? Hier vorne. Wo bist denn du? Hier. Hinter dir. Hä? Wo kommst du her? Da am Keyboard habe ich das gemacht. Ah. Ich glaube, wir liegen mit unserer Vermutung nicht ganz so unrecht, wenn ich mir hier so lese, so Happy Toy Store, Freddy's Robots, Buns, Wave Poo Store. Kann man hier reinkrabbeln? Nein. Oder bin ich einfach zu groß? Warte, was, wenn ich liege? Wenn ich liege, müsste ich eigentlich reinkommen. Warte, ich krabbel auch mal. Nee, du darfst hier nicht rein. Du darfst hier nur gucken. Deine Füße sind drin. Uff. Ja, ich habe den Kaffee gemacht. Yay! Siehst du den? Ja. Den siehst du, okay. Danke. Lecker. 50 Jahre alter Kaffee X und Hop. Ist sogar von alleine runtergekrabbelt. Es ist so ein bisschen. Also natürlich jetzt mit wirklich an und so, aber wie dieses eine Video, wo die, ach, wie heißt das jetzt wieder? Nee, warte, ich habe mit dir das doch ein bisschen angeschaut, wo er dieses Loch im Wald findet, ne? Und ja. Dann runter in die Mall geht. Also ich würde da ja nicht, Hau ab. Hey. Ja. Siehst du es auch? Was denn? Wir gehen mal ein Stück weiter sonst, wenn du es noch nicht siehst. Und wer ist das? Oh, ich glaube, der soll uns nicht sehen. Das ist ein Wachmann. Ist das so? Weiß ich nicht. Ich bin immer sehr freundlich. Ich will immer ihm Hallo sagen. Dann sag ihm doch mal Hallo. Vielleicht okay, sieht er an deinem Kuschel. Gucken, was passiert. Entschuldigung, ich soll hier jemanden treffen. Hast du Anna gesehen? Hi. You know you can't be here, right? This is a private property. Ja, das weiß ich. Sorry, I was just... Look, I get it. People like abandoned places. They're creepy and fun to explore. If anyone found out you were in here, though, I'd get in shit for it. I'm sorry, but you gotta go. Was war das? Here with you? Alright. Ja, die Piri ist mit mir hier. I'll get your friend. Wo, Sir? Sir? Sir, ich habe keine Taschenlampe, Sir. Du sollst also da nicht reingehen, auch wenn es ein Happy Toy Store ist. Ich weiß nicht, ob das so happy für dich endet. Hat uns hier aufgemacht. Oh. Bin mir nicht sicher, ob er das war. Aber er ist da reingeklettert. Und hier ist Licht. Und da hinten ist was zugegangen. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Und Anna ist im Keller. Hörst du dich? Das ist Licht. Meinst du? Ja, guck dir diese Mini-Birne in diesem Ventilator an. Es ist kein Wunder, dass sie da so Geräusche macht. Oh Gott, ist die niedlich. Ja, dass die überhaupt so viel Licht macht. Okay, da ist mir zu dunkel, da ist Licht an. Guter Point. Da ist mir zu dunkel, da ist Licht an. Da geht nicht auf. Na dann? Ach so. Okay. Bist du dir sicher, dass wir hier sein wollen? Naja, haben wir eine Wahl? Weiß nicht, möchtest du vorgehen oder soll ich vorgehen? Wir können auch gleich Schritt, Marsch, Marsch. 1, 2, 3, 4. Hey, das erinnert mich an das Krankenhausspiel. Nur noch mal ein bisschen älter. Herr Wachmann? Wenn er auch wirklich so darauf erpicht war, dass wir hier gehen, warum ist er denn so weit weggerannt? Links oder rechts? Rechts sind Gitter. Aber gucken wir mal.
wenn da jetzt was rausschießt, ne? Hm. Okay. Was hat denn da Don gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Okay, nicht durch Wände. Solange du keine Stahlimplantate in deiner Brust hast, bin ich mir nicht sicher, was Don gemacht hat. Ich habe tatsächlich ein bisschen Metall. Egal. Gut. Wo kamen wir? Hier kamen wir her, ne? Gut, dann yes. Gehen wir jetzt da lang. Links rum. Okay, ich habe jetzt einen Raum erwartet, keinen Gang. Okay, also wir sollen ja da durchgeführt werden. Also, meinst du, ein Ausgang ist parallel? Ja, kann man nicht sagen, ne? Je nachdem. Wir gehen hier lang. Oder bist du noch da? Ja, du bist noch da. Ich bin noch da. Als ob ich dich verlassen würde hier. Oh, also Gott, da ist dunkel, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich jetzt hier rein. Du merkst den Weg, ne? I try. Oh Gott, ich bin immer hoffnungslos verloren. Du schickst gerade ein Eichhörnchen und einen Hasen in ein Labyrinth und du hoffst, dass wir wieder rauskommen. Ja, glaubst du, ein Hasenbau ist so... Oh Gott, das war mein eigener Schatten. Ein Hasenbau ist auch nicht so schwierig konzipiert, bestimmt. Möchte ich in den lächelnden Raum? Ich weiß nicht, ich frage mich gerade, warum die Lampe wackelt. Hier ist kein Wind. Es ist ein alter Keller. Gut, ohne Fenster. Ja, kein Wind. Die Elektrizität. Hast du das gehört? Nein. Ich sehe meinen Schatten und kriege einen Herzinfarkt. Es hat mir zugeflüstert und ich habe es nicht verstanden. Die Tür hat mit mir geflüstert. Das hast du ja eingebildet, die flüstert nichts. Nach dir. Ich bin schon drin. Nee. Ich versuche mich ja schon nicht zu erschrecken, damit du nicht noch erschrecken kannst. Siehst du irgendwas da? Lass uns doch hier im Keller Fernsehen gucken. Tür ist wieder auf. Ja, hier ist mir auch zu dunkel. Lass uns gehen. Das ist eine andere Tür, ne? Stimmt. Anderer Gang, andere Seite. Gleicher feuchter Keller. Nee. Wir sind wieder da raus. Okay, ist das... Machen wir das richtig? Der Gang war gerade nicht so lang, oder? Nee, es war, also, keine Ahnung, es war ja dunkel. Ja, aber wir sind nur durch die Tür gegangen und da waren wir direkt in einem Raum drin. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in einen anderen Gang müssen. Wo kamen wir her? Ich glaube, wir kamen von da. Von rechts. Hier hin, oder? Ja, von da kamen wir. Ich weiß das nicht. Ja, wir kamen von hier. Okay. Und dann sind wir nach links abgebogen. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war nur Licht. Habe ich irgendwelche... Hi. Warte. Das sieht man jetzt auf YouTube nicht, aber ich mache das für dich. Siehst du es? Na, ja, ja. Oh, wie süß. Oh Gott, das sieht aber gruselig aus, wenn ich runtergucke. Ich bleibe jetzt so. Nein, okay, bleib nicht so. Habe ich auch entfernt? Yeah. Siehst du, ist überhaupt nicht mehr gruselig. Wie höre ich, hör ich damit auf? Okay, so. Oh, Gott. Okay, links oder rechts sollen wir uns trennen? Nein, wir bleiben zusammen, ne? Ich bin einfach nach links gerannt, aber ich glaube, hier ist Sackgasse.
Und ein Jumpscare in der Ecke? Nein. Okay. Geht's in die Dunkelheit? Ist da was? Nee. Okay. We have to find a way. Sah das vorhin schon so aus? Nein. Glaube nicht. Hier war doch vorhin keine Kreuzung. Nein. Wo kamen wir her? Weiß ich nicht. Ich glaube, hier kamen wir her. So. Das siehst ist du? Hier? Hast du es da gerade auch blinken sehen oder habe ich mir das eingebildet? Wo denn? Oben, ganz hinten. Nee, rechts von der Lampe hat es rot geblinkt. Na dann, gehen wir mal hin. Nee, da waren wir aber vorhin. Ach so. Ich gehe jetzt hier lang. Von da sind wir doch gerade eben gekommen. Sind wir das? Ja, ja. Bin nämlich nach links abgebogen. Ja, aber guck mal, hier ist dunkel, dunkel. Hier waren wir doch vorher nicht. Hier ist nix. Hab ich ein Quietschen gehört? Bilde ich mir jetzt das ein? Weiß ich nicht. Ich laufe jetzt mal geradeaus. Okay. Hä? Hat da jemand auf Rohre geklopft? Irgendwas hat gequietscht, oder? Meinen auch. Da flackert es. Das könnte. Aber das ist das Mahlraum wieder. Ja. Und wenn wir da nochmal durchgehen? Dann gehen wir nochmal in den Mahlraum. Vielleicht sollten wir auch nur feststellen, dass wir nicht mehr rausfinden. Aber der ist so dunkel. Woanders hin können wir auch nicht. Dann müssen wir doch wieder ins Labyrinth. Wir könnten ja die bekannte Labyrinthregel mal anwenden. Wie geht die denn? Halte dich immer rechts an der Wand mit deiner Schulter und dann wirst du automatisch den Ausgang finden. Ist das so? Irgendwann. Mhm. Kann sein, dass du viel länger brauchst als andere, die ihn durch Zufall finden, aber in der Regel kannst du den Ausgang nicht verfehlen, weil irgendwann treffen die Wände aufs Ende. Immer rechts. Das ist wie ich mit dem Auto fahren. Ich hasse links abbiegen. Ich biege lieber ein paar Mal rechts ab. Hier ist dunkel. Nur so lang. Immer rechts. Gut. Das merke ich mir jetzt. Warum ist hier oben hell? Wo? Ein Texturfehler. Kann man ein bisschen Wolken sehen? Ich nicht. Ganz hinten am Ende. Du sollst doch nicht durch Wände pieken. Oh. Ich hab nicht mit Absicht durchgeguckt. Da ist oben hell. Siehst du? Freiheit! Freiheit! Yes! Da ist was rot. Da hat was rot geleuchtet. Hier oben in der Ecke. Hat es? Ja. Ha, vielleicht ist eine kleine versteckte Kamera. Aber guck mal geradeaus. Ich will doch den Weg nicht wissen. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich an letztes Mal, Raum von vorhin. Warum? Also ich meine, ja, jetzt passieren da komische Dinge drin, aber was war es ursprünglich? Wir sind im Happy Toy Laden, oder? Yes. Yes. Wait. This can't be.
That's my old apartment. How is this possible? Es ist ein altes Apartment. Ja, wie ist es möglich, dass der Mann, das weiß ich auch nicht. Was passiert, wenn du bei lang vermissten Personen einfach dich im Keller von der Mall treffen willst? Alle Bilder sind leer, bis auf die Schlacht von Waterloo. Oh Gott, ich bin gerade über den Stuhl gestolpert. Nochmal die ein Mädchen mit Rot. Alter. Bist du auch über den Stuhl gefallen? So ein bisschen. Ich erschrecke mich doch von meinem Schrecken. Was denn? Es ist dieselbe Sicht wie nach hinten. Wie mein? Die Tür ist aufgegangen. Nee, nicht. Ach so. Ja, okay. Machen wir jetzt PT. Aber hier flackert's. Will er jetzt nicht nochmal sagen, oh mein Gott, wie ist das möglich? Bist du noch da? Ah, durch die Tür gegangen? Der war vorhin nicht so gut sichtbar. Der Schrank? Also ich habe ihn nicht gesehen. Stimmt, der wird immer heller. Ja, ne? Was zum Kuckuck ist hier los? Jetzt ist er wieder dunkler. Machen wir irgendwas falsch? Vielleicht sollen wir das glauben und dann einfach... Oh. Ist bei dir noch was aufgegangen? Nein. Oh. Doch. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Das würde ich mir auch im Flur hängen. Immer. Probier mal die Tür und dann schau mal zum Bild. Nett. Was? Du hast die Tür probiert und dann war das Bild weg, ja? Ja. Wenn du erst die Tür probiert hättest und nach links geguckt hättest zur Tür, dann stand die Figur vom Bild dort. Hä? Die war bei mir hinten in der offenen Tür. Ach Mann, ich krieg das nicht mit. Hier auf. Hörst du das? Ja. Will you shut up for a minute? There is no deformed lady. There is no was? I remember the deformed lady. That thing gave me nightmares. Ich verstehe. Default Lady. Deformed. Ach so. Erinnert sich an die deformierte Frau? Ah. Hat sie bei ihm geklingelt? Oh. Die mal bei ihm geklingelt und nach der gesucht. Ich habe das irgendwie nicht ganz kapiert gerade. Hallo? Ich glaube, als er sie gesucht hat, hat er... Ach du Scheiße. Oh, das ist ja nicht so gut. Das, ich glaube, er hat sie gesehen, als, wenn ich das richtig verstanden habe, als die klalalala Heine verschwunden ist. Nach dir. Hallo? Der steht auf Hasen, ich bin mir sicher. Äh.
Yay. Unsere Tür ist übrigens weg. Mein Schatten über... Hast du auch so einen Riesenschatten? Mhm. Oder siehst du meinen Schatten? Weil ich sehe dann ja auch. Ja. Guck mal, so ist es gar nicht mehr gruselig. Nur ein bisschen. Okay, okay, komm, komm, we can do it. Jetzt dunkel, ne? Ja. Ne, müssen wir gar nicht. Da hinten ist ja was. La, 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 la. Ja, das wird auf jeden Fall mein neues Flurbild. Sowas müsstest du, wenn du gegenüber deiner Hauseingangstüre, ne? Mhm. Wo bist du? Oh mein, ach du heilige Scheiße. Ach, toll. Ja, am besten alle diese Bilder, die wir jetzt gerade sehen. Hängst du einfach gegenüber deiner Eingangstüre? Und wenn du irgendwelche Vertreter an der Tür hast, dann gehst du einfach ein Stück zur Seite, damit die Bilder sehen und sich denken, was zur Hölle stimmt mit der Frau nicht? Und dann gehen die wieder. Ich will hier raus, Flauschi. Ja, ich versuch's ja schon. Ich bin bei dir. Es kann dir nichts passieren. Ja, hat nur jemand schlechte Leitungen. Es ist ein altes Apartment. Was du dann machen musst? Die Kabel erneut. Am besten schmierst du dir dann noch Marmelade ins Gesicht, so rote oder sowas. Ja. Ich gehe da nicht hin. Also ich brauche erst einen Schluck Kaffee. Siehst du es auch? Ja, 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 ich sehe es. Ich sehe es. Ich will es nur nicht sehen. Ich habe die Tür nochmal überprüft. Sie sind immer noch zu. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich gehe hier. Siehst du? Das haben wir uns nur eingebildet. Ist alles gut. Okay. Wir beide einfach so, nein. Oh, die schön, die Bilder haben sich verändert. Oh, das ist mal eine. Yes, die Schlacht von Waterloo ist jetzt ein Smile Room. Ja, ist ja fast dasselbe. Oh, guck mal, wir sehen noch mehr Räume von unserem Apartment. Warum muss da ein Kreuz hängen? Das ist nie ein gutes Zeichen in Spielen. Das ist unser. Wo ist das, so ein Kreuz? Da an der Wand, hinter dir. Hä? Hängt hier kein großes Kreuz bei dir? Ach so, doch. Ja, es ist ein bisschen dunkel bei mir. Das, obwohl ich es schon heller gestellt habe. Oh. Six children missing. Drehen. Zoom. Wie drehen man Sachen? Mit dem Mausrad gedrückt halten. Seit dem 27. August sind 6 Kinder als vermisst gemeldet worden. Die Polizei could not find any, konnte bisher noch keins der Kinder finden. Zeugen zufolge sind die... Bitte? Wo bist du hin? Was ist denn hier los? Hier ist doch nur ein kaputtes Sofa. So schlimm ist das nicht. Ich bleibe hier stehen. Ich lese erst zu Ende vor. Jetzt will ich mich nicht bewegen. Was ist hier los? Zeugen zufolge. Die Kinder das letzte Mal in der Starlight Plaza Mall gesehen worden. Die Wahrheit in den Lügen. Quatsch. Die Wahrheit liegt hinter dem, liegt im Smile Room. Seitdem gibt es keine Spur von Ihnen. Im Fall von irgendwelchen Informationen, bitte informieren Sie die Polizei sofort. Ich möchte jetzt aus dieser Ecke nicht raus. Ah, das war ekelhaft. Ich hänge in der... Oh Gott, mein Herz. Ich hänge in der Wand. Jetzt nicht mehr. Oh. War gerade der Fernseher an? Ich hab die Tür an. Ich habe ihn umgedreht und habe die Tür angeguckt und plötzlich ist er da vorbeigerannt. Durch die Tür so. Gott, oh Gott.
frage mich, wenn das unser altes Apartment ist, ne? Warum ist das so abgeranzt? Vielleicht sind wir deswegen ausgezogen. Alter. Oh Gott. Oh! Hm? Klick mal das Bild an. Oh. Ein Schlüssel. Habe ich den jetzt in mir, oder? Ich glaube, ja. Ist das vielleicht von der Tür, die hier ist? Ach so. Ja. Wein. Nein. Was machst du? Ich kann die Tür immer anklicken und sie quietscht immer, aber sie geht nicht auf. Hier, die quietscht auch. Aber die geht wenigstens auf beim Quietschen. Klauschi? Ich habe auf den Schrank meine Notiz gelegt. Die ist weg. Welche Notiz? Die von vorhin? Da hat's geklopft. Wo hat's geklopft? Ja, die von vorhin. So, weiter. Was okay. Guckst du? Was guckst du? Ist ja was? Es hat er geklopft. Ich habe jetzt Angst, die Tür da vorne zu öffnen. Musst du machen. War das hier drin oder bei dir? Hier drin? Das Gerede? Nee. Warte mal. Oh Gott, was habe ich getan? Ich habe Kaffee auf meiner Tastatur. Oh no. Wie ist das passiert? Oh, und auf meinem Oberteil und auf meinem Tisch. Oh mein Gott, wie ist das passiert? Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Nicht viel, aber... Ich hoffe, es passiert jetzt nicht. Ich drücke Knöpfchen. Die Steuerungstaste zum Beispiel, aber die rechte. Die ist nicht so wichtig. Ich glaube, das war's. So. Okay, ich bin bereit. Mhm. Hier liegt was. Eine Taschenlampe von, oh no. Hey, wir haben eine Taschenlampe. Das heißt, das Licht geht aus. Du hast es gesagt und in dem Moment flackert es, ne? Siehst du, das passiert halt mit schlechten Leitungen. Gut, dass man für uns mitdenkt. Hörst du das auch? Nein. Das ist der Dachboden. Ach so. Die Heizungsrohre klopfen, ne? Ja. Das ist Elfriede, die hängt da oben ihre Wäsche auf. Hast du gerade auch gehört, die atmet ein bisschen schwer. Kann aber noch rennen. Slightly different. Ja. Abwechslung muss sein. Telefon. Telefon. Wo ist ein Telefon? Hier war vorher kein Telefon. Telefon. Hallo? Elfriede, bist du's? Ich glaub, dem geht's nicht so gut. Oh, war hinter dir das Bild schon die ganze Zeit? Mhm.
Der hat, glaube ich, sein erstmal essen. Ja. Was war das? Hab ich wieder irgendwas übersehen? Das Bild hat sich. Das Bild hat sich geändert. Ja? Das sieht doch gleich aus. Das war gerade noch bei mir ein Mädchen mit rot, mit einem. Ach so. Nö, das sah bei mir die ganze Zeit schon so aus. Aber es hat ein Geräusch gegeben. Mhm. Die Tür ist aufgetreten. Okay. Wir hatten eine Ritual Vorratskammer. Wow. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nur springen. Kannst du dich bewegen? Nein. Okay. Das ist nur die Nachbarin, die will eine Tasse Mehl. Es kommt bis zur Tür, Flauschi. Ist vorbeigelaufen. Ich weiß nicht. Ich höre immer nur atmen. Ja, aber es läuft um die Tür herum. Ja. Jetzt geradeaus. Es läuft nach links. Es ist da angekommen und jetzt ist es gleich an der Tür. Jetzt ist es weg. Was? Ich hab schon wieder weggeguckt, ich hab's nicht gesehen. Was ist passiert? Kaffee, ich brauch einen Schluck Kaffee, ich versuch nicht zu kleckern. Wieso guckst du immer weg und isst mich davon? Ich hab mich umgeguckt und wollte unbedingt reingucken und dann ist es passiert. Es tut mir leid. Guck mich nicht so an. Mein Arm sehr. Der ist aus der Ecke rausgesprungen und auf uns zu. Siehst du, mir geht's bei Horrorsachen immer besser, weil ich das nie mitkriege. Kommst du mit mir oder bleibst du jetzt hier? Ich wohne jetzt hier. Ja. Ist ein sehr großes Apartment, ne? Also, wenn du irgendwo was hinstellst, musst du erst 10-mal im Kreis laufen, um zu gucken, ob du richtig bist. Ob du am richtigen Schrank bist. Oh, das mache ich nicht. Das ist in meiner jetzigen Wohnung. Das ist auch eine PT-Wohnung, ne? Ja, ja, absolut, absolut. Boah, nee, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Mein Hammer, Hals, mein Herz. Himmel, ah. Ich bin bei dir. Ich glaube, ich sollte gleich die Rollläden hier nochmal runter machen und nur die Vorhänge. Damit du schön im Dunkeln sitzt. Achso, damit du schön im Dunkeln sitzt. Ja, natürlich. Nein, aber ich glaube, ich möchte nicht, dass die ganzen Nachbarn denken, hier werde ich gefoltert oder so. Mein gut, maybe a little bit. Vielleicht sollte man denen mal so Zeiten geben. Wenn ihr in dieser Zeit Schreie hört, ist normal. Wenn ihr es da hört, dann ruft gern die Polizei. Okay. Telefon ist übrigens wieder weg. Wir laufen wieder richtig rum. Tun wir das? Das sieht trotzdem anders aus. Vorratskammer? Oh no. Ja, von da kam er raus, da hinten. Ach so. Ja, natürlich, habe ich mitgekriegt, ja. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Die sollen langsam ins Verderben. Wow, die Lampe ist nicht nur ausgegangen hinter uns, sie ist verschwunden. Ja. Ich habe schon wieder nicht geguckt. Weil ich auch rückwärts gelaufen bin. Oh, jetzt wird muckelig hier.
Aber hier sind die Leitungen wieder in Ordnung. Das habe ich gesehen. Bitte schrei nicht. Läufst du etwa noch weg? Ja. Ich hab's gekriegt. Hat es? Mhm. Bist du jetzt tot? Weiß ich nicht. Wo bist du? In der Wohnung? Du bist nicht bei mir. Wo bist du denn? Im Smile Room. Hä? Also, soll ich dann jetzt weitergehen oder wie? Ich bin im Rotlicht-Apartment. Ich bin ja alleine. Da musst du das wahrscheinlich nochmal schaffen. Ich warte hier auf dich. Ich bin jetzt wieder im Keller. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin im Apartment. Ist es rot? Nein. Nein? Dann musst du dich kriegen lassen. Gehe ich jetzt in den Keller? Ich gehe eine ganz lange Kellertreppe runter. Ich gehe eine Treppe rauf. Hä? Jetzt gehe ich eine Treppe runter. Jetzt bin ich im Keller. Ich auch. Ich mache jetzt wieder rechts, ne? Nur rechts, rechts, rechts. Ich bin alleine. Oh. Was ist das? Was zur Hölle ist das? Ich habe ein Super Mario Rohr gefunden. Diese grünen. Hängen ganz groß. Da kommen Kindergeräusche raus und drumherum hängen Vermisstenplakate von den Kindern. Weiß nicht, okay, ob ich da rein soll. Ich habe überall zugemauerte Wände. Ja, die hatte ich auch. Ich weiß nicht, ob du irgendwo bist. Hier mit mir oder ob du in der Parallelwelt bist. Ich auch im Super Mario, wo Blut rauskommt. Bei mir kommt kein Blut raus. Mir kommen nur Kindergeräusche raus. Aber wo bist du? Ich springe jetzt in das Rohr. Ja. Oh, das ging tatsächlich. Hey! Ich bin bei dir. Now look at that! A new friend! We will have so much. Bist du das? Doch, das bist du. Oh Gott, du hast ja. Ich hab deinen Schlüpper gesehen. What? Wo guckst du hin? Ich bin einfach nur dir ins Rohr gefolgt. Hier, guck. Was? Fährt automatisch wieder runter? Aus welchem Rohr bist du denn gekrochen? Aus dem roten. Also bei mir oben war es grün und ich bin nie, doch. Bei mir war es rot. Wo okay. Gehen wir jetzt hin? Funny. Die einzige Tür. Playground. Oh, yeah, guck mal, der ist doch fröhlich. Er hat sich hier gefreut. Der hat doch gesagt, oh, a new friend. Hm. Kommst du mit? Geht's. Ist doch schön fröhlich. Mhm. Ja, ganz fröhlich. Basement, Fragezeichen oder Playground? Trennen wir uns oder bleiben wir zusammen? Also Anna soll im Basement sein. Das ist wahrscheinlich... Dann musst du wohl ins Basement. Ja gut. Wir wollen ja zu Anna, wenn es die überhaupt gibt. Richtig. Vielleicht finden wir auch unseren Freund den Polizisten wieder. Stimmt, der muss ja auch irgendwo hier sein. Oh. Hier ist eine Badewanne. Oh.
no, 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 no. Oh, no, 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 no. Jetzt hast du das Oh, no, no auch gesehen, ja? Die Puppe? Nee, eher vielleicht das Blut und so weiter in Verbindung mit der Puppe. Oh. Ist noch mehr Blut? Ja. Da hat sich jemand im Schrank versteckt, hat nicht geholfen. Nee, wenn du eine Blutspur bis zu deinem Versteck ziehst, dann ja, dann kannst du ja auch in die Kanalisation gehen, das fällt auf. Die Regeln. Oh nein. Versteck dich nicht zweimal im selben, in derselben Ecke. Das Game startet, wenn die Lichter ausgehen. Der ist, was? Der ist ein 10 Sekunden Countdown. Jede Runde. Don't durchgestrichen. 3. Das ist echt funny. Okay, also nicht zweimal in demselben Versteck. Wenn das Licht ausgeht, dann startet das Spiel. Und jede Runde dauert 10 Sekunden. Oh! Was los? Ach so. Ach du Scheiße. Ich bin sowas von tot gleich. Die Taschenlampe irgendwie ausmachen. I need a hiding spot. Maybe I can hide in one of the corners. Or in one of the closets. Wie Closets? Ich bin jetzt in der Ecke. Ach du halt. Okay, das war wohl nicht richtig. Fange ich jetzt wieder von vorne an oder wie? Ich glaube auch. Bist du auch ge. Ja. Okay, also nochmal. Klick, okay. Tür. Er sagte was von wegen, versteck dich im Schrank. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aber die kriege ich doch gar nicht 2, 1. zu. Und wie kriege ich die Taschenlampe aus? I don't know. Ist mir auch egal. Und ich darf nicht zweimal in denselben Schrank. Was? Jetzt müssen wir den finden. What? Ich bin immer noch ein Countdown, der hier. Ich soll ihn finden jetzt. Hä? Ich soll jetzt ihn finden. Jetzt hat er mich auch gekriegt, aber ich sollte doch. Er hat doch gesagt, come find me, you have 10 seconds. Nee? Dann nochmal. Let's play again. Ja, let's play again. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, er hat mich wiedergefunden. Ich gucke jetzt vorher, wo man sich hier noch verstecken kann. Kann man sich, kommt man hier hinter? Komme ich da dann wieder raus? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hör auf, da rumzubacken. Komme ich dazwischen? Nein. Es gibt doch nur die zwei Schränke. Doch den Schrank hier. Da kommt man aber nicht rein. Oder doch? Ich glaube nicht.
meine Schatten sind furchtbar. Es gibt nur die zwei Schränke. Oder wie komme ich hier rein? Ich schaffe das noch, mich hier festzubacken. Ich müsste da zwischen. Let's play again. Let's play again. No, jetzt hat er mich sofort gefunden. Hä? Mich auch. Ich habe im Schrank gelegen, das ist wohl nicht richtig. Und wie oft muss man sich denn verstecken? Aber es gibt doch nur die beiden Schränke. Ja. Und du kannst dich auch noch in Ecken verstecken oder so. Das war für einen Versuch. Hä? Ist das wegen zweimal selbe Stelle? Okay. Da probier ich es jetzt halt woanders. Let's play again. Okay, das klappt wohl nicht. Let's play again. 2 hat gesagt, jetzt soll ich ihn finden, aber das war halt beim letzten Mal ja auch verkehrt. Du hast noch ein paar Sekunden Zeit und musst ihn anklicken, ne? Achso, ich muss ihn wirklich finden? Ja. Okay. Ich hatte ihn beim letzten Mal nämlich nicht gefunden, deswegen dachte ich, ich habe das falsch verstanden. Ah. 8 Stunden später. Cap, you win. Was? Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Du musst dich 3-mal erfolgreich verstecken und ihn für erfolgreich finden. Oh Gott. Guck dir die Wand an, guck die Ecke an. Du darfst nicht nach draußen gucken. Runde. Wo hier im Schrank? Wo versteckt er sich so? Entweder da, wo ich gerade war, in den beiden Schränken oder hier vorne in dem offenen Schrank. Ah, okay, hab ihn. Okay, wo kann ich mich verstecken? Jetzt kannst du dich wieder in den Schrank oder so verstecken, nicht wieder in die Ecke. Das ist so eine andere Ecke. Achso, okay. Glaube ich. Ich meine, das ist die gleiche. Ja, jetzt zu spät. Ach. It's your turn. Oh, it's my turn. Hier vielleicht?
Ja. Ja, schön in die Wand gucken sozusagen. Nach unten genau. Jetzt hat er mich gefunden. Warum? Du hast dich gerade nach links gedreht. Dann scheinst du nämlich durch. Oh. Ich glaube, das erste Mal im rechten Schrank, das zweite Mal im linken Schrank. Und dann da hinten hinter den Fässern habe ich mich versteckt. Hä? Ich bin rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Rausgeflogen oder rausgegangen? Weil ich könnte rausgehen. Vielleicht hätte es ja... Ah, dann hat es gereicht, dass ich das gemacht. Hi. Meinst du? Oder die, das ist einfach so, okay, die ist so blöd dafür, wir machen mal weiter. Ach so, guck mal, jetzt müssen wir einfach, wir müssen die wahrscheinlich durchmachen, ne? Fragezeichen oder Playground? Playground. Wir brauchen was Fröhliches. Ja, hoffentlich hast du da recht. Welcome to Bonnie's Playground! Before we start! Ja, stell dich mal vor. Bunny, the happiest clown on earth! Stimmt. We're gonna play a little game! It's called Escape the Playground! It sounds simple, right? There's just a teeny tiny little catch. There are a few of my friends in here as well. And some of them really don't like people. You shouldn't get too close to them. The only way to avoid them is by using the whistle. It gives you a little hint of where they're hiding. But don't use it too often, or they might get angry. Siehst du irgendetwas? Nee, ich sehe nur, dass da hinten hell ist. Rules. Escape the playground. Use the whistle to see if an enemy is close. Huh? Ich habe einmal gedrückt und ich hörte ein Zurückpfeifen. Muss ich den Enemy finden? Nee, rauskommen. Wir müssen den Ausgang finden. Und wir dürfen uns, glaube ich, nicht von diesen Puppen catchen lassen. Die aber überall sind, gefühlt. Ich sehe gar keine Puppen. Bei mir ist alles dunkel. Ja, dann komm mal hier hin. Guck mal da rein. Oh. Rein. Bewegen die sich auch? Weiß ich nicht. Ich finde keinen wirklichen Eingang. Das ist ja super, weil ich Geräusche so gut zuordnen kann. Ich habe das Gefühl, es wird ein Try and Error. Verstehe ich nicht. Achso, hier geht's rein.
Hast du einen Eingang gefunden? Ja, da wo du gerade auch warst, oder? Ja. Hi, ja, komm hier lang. Wo kam der her? Weiß es nicht. Und nicht die Püppchen berühren, ne? Oder? Oder hast du auch schon mal eine aus Versehen berührt? Nicht, dass ich wüsste. Hier ist eine Sackgasse. Oh, wieso wird das jetzt aggressiver und lauter hier, das Pfeifen? Weiß ich nicht. Nee, sag. Jetzt ist es weiter weg. Ist es vielleicht auch, ob wir richtig sind oder nicht? Eigentlich ist es immer nur, ob das eine gute Idee ist. Achso, nee, hier geht Treppen hoch. Aber mehr auch nicht. Ich häng fest. Oh no. Hier kommt man noch nicht weiter. Nicht? Ja, hier waren wir ja schon, ne? Ich weiß es nicht. Vertrau auf deinen Eichhörnchensinn. Was so eine gute Idee ist immer. Das Gefühl, wir waren schon überall. Ich versuche mir irgendwie die Püppchen zu merken, aber... Den habe ich schon mal gesehen. Ich habe das Gefühl, ich kenne hier alle schon. Hier ist auf einmal lauter mit dem Pfeifen. Bestimmt über uns. Hier kommt man nur im Kreis. Hier war das mit immer rechts. Yep. Ich glaube, wir müssen diese Treppe hier finden. Ah, hier. Es pfeift da anders. Ich hasse Pfeifen. Da ist noch eine Treppe. Gasse? Wie macht ihr Yoga?
Hier ist eine Rutsche. Gott, ich wäre als Kind, ich würde irgendwo mittendrin sitzen und heulen. Da muss ich die Pfeife für fallen lassen. Tür. Ja. Huh. We did it. Yay. Fragezeichen. Ich möchte danach nie wieder von Fanny dem Clown hören. Na, noch einen Schluck Kaffee. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Lagerraum, oder? Lagerraum-Labyrinth wohl eher. Bist du noch da? Habe ich dich verloren? Ja. Ah, da bist du, okay. Hier ist doch gleich irgendwas irgendwo hinter einer Ecke. Oh, ich hab's doch gewusst. Mii. Bunny's Mate. A Maze of Colors. Das Labyrinth der Farben. Welcome to the Maze of Colors! The game we're playing is called Fairy Footsteps, or also known as Statues. There are two rules for this game. Rule number one! Don't move when the music stops. Rule number two! Okay, ja, dann auf. Gehst du nicht mit? Doch, ich hab die Köpfe. Du bist, glaube ich, um die Ecke nur. Ich bin rechts gegangen. Ich gehe immer rechts. Ich hab ihn nicht bewegt. Ich höre was. Oh Gott. Das war schnell. Oh Gott. Die Sonne da oben beobachtet einen. Ich kann gerade nicht gucken. Welche Sonne? Oh, okay. Da ist sie. Scheiße, ich hab mich bewegt. Hallo, ich bin hinter dir. Hast du nicht die gleiche Musik wie ich? Anscheinend nicht. Thank you.
Hast du denn jetzt die große Sonne gesehen? Jetzt sehe ich sie. Überleg gerade, ob wir nur im Kreis laufen. Ja, ich habe das Gefühl, da an der Wand dachte ich mich, wenn da steht irgendwas. Und jetzt ist es wieder da. Ja, ja. Wir laufen gerade im Kreis. Ich glaube geradeaus. Versuchen wir die nächste rechts. Hat gehört, dass ich das erzählt habe. Ist das der Eingang oder der Ausgang? Ich glaube, der Eingang. Alter, okay. Es ist der Eingang. Ja. Wir müssen an der Sonne irgendwie vorbei. Ja. Hab dich dich verloren? Ich musste stehen bleiben. Scheiße, ich muss schon wieder stehen bleiben. Ich komm. Bin da. Willst du geradeaus? Mhm. Über diesen Stopptanz hier, ey. Wo bist du hin? Links rum. Ja, wo denn? Ja, ich sehe dich. Ich bin hinter diesem Kolumn da, hinter der Säule. Ah. Hi. Hä? Das ist wieder der Eingang. Okay. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich glaube, so langsam synchronisieren wir uns so ein bisschen. Ich habe gerade die Maus angehoben. Ich auch. Ich musste sie so halten. Kann er nicht mal ein anderes Lied spielen? Da links war irgendein Gebäude, aber ich weiß nicht, ob es der Eingang oder der Ausgang war, aber es müsste der Ausgang sein.
Bist du hinten? Wenn wir das Labyrinth betreten. Hier. Siehst du da hinten die lila Blöcke? Lila? Ja, hier. Oh, das ist aber arschig gemacht, ne? Mit den 2 Sekunden wieder laufen und dann stoppt. Mhm. Jetzt geht's mit Lila weiter. Anscheinend. Wo gehen wir lang? So gehofft. Ich laufe jetzt einfach irgendwo lang und hoffe, dass meine Intuition mich nicht verrät. Ich hätte auch gern lila Abdeckplan. Aber hoffentlich nicht mit filzgrünem Untergrund. Nee. Ich habe eine Tür gefunden. Ja. Hase und Eichhörnchen sind for the win. Yay. Wieso ist die da jetzt offen? Oh, die Tür ist offen. Ich dachte, wir müssen jetzt unten reinspringen. Oh no. No, 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 no. Der Smile Room. Oh. Let's play one last game. They is not amused. It's called Run. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bist du bei mir? Ja. Was? Steh wieder auf. Okay, also nicht auf der Seite von dem Loch laufen. Ich sehe den Ausgang, ich sehe den Ausgang. To play. Ich will mit dir nicht mehr spielen. Was hat er gesagt? Wieder die Rechtstaktik? Können wir versuchen, ja. Anna? Oh. Hi. Du musst, glaube ich, geh mal dahin, wo ich war. Nee? Oder hast du sie gerade gesehen? Nein. Ich habe nur gehört. Jetzt komm zu mir. Siehst du sie jetzt? Mhm. Du blöde Kuh, ich such dich die ganze Zeit. Du warst nicht weiblich. Du warst nicht weiblich. Nee. Du warst ein Creep mit einer Cappy. An der Wand. Wie sie uns. Vielleicht ist sie es ja doch selber und will uns nur zeigen, was ihr passiert ist, aber warum so viele Jahre später? Gute Frage. Ich habe immer das Gefühl, wir laufen im Nicht. Nee. Schon wieder ins Smile Room. It's you. Oh. Oh. You're still alive? Yeah. Who are you? It's me, the security guard.
Wait, yeah? What? I think I know the way out of here. What? But I need your help. Okay. How do we get out of here? That door. That door is the only way out. What? Help me open this door. All right. Ich weiß nicht, ob wir ihm vertrauen können. Das ist doch nicht der Guard, oder? Der hatte an, noch irgendwie mehr an. Und er war größer. War er größer? Da haben wir eine Wahl. No, 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 no! What did you do? Entschuldigung. I did nothing. This was supposed to be our only way out. What? No, no, no! Hast du es auch kaputt gemacht? Ja. Yeah. Es kann nur einen geben. Schrei mir nicht so ins Ohr. Oh, sehe ich wieder was nicht? What the fuck? Oh. Mit dir spielen. Get over here! Okay. Müssen wir da getting over? What? Jesse? Huh. Anna? Hi. Anna? Wir haben's geschafft! Kapitel 1 haben wir geschafft. Oh. Yeah. Ich habe immer noch die Türhenkel in der Hand. Den habe ich losgelassen aus Versehen und dann konnte ich ihn nicht wieder packen. Wir haben gebraucht 1 Stunde 23. Yeah, equip. Oh. Oh. Kann ich das mitnehmen nach Hause? Das wär, hast du also, den Türhenkel wieder? Was habe ich? Den Türhenkel wieder? Nee, ich habe hier die Zeit, die wir gebraucht haben, habe ich in die Hand genommen. Mhm. Dann noch die Credits zeigen. It's crispy. Wenn ich das lese, dann habe ich Hunger auf irgendwas crispy-mäßiges. Ja. Thank you for playing my map. I hope you enjoyed it. Yes. Ja, fand ich gut. Was? Awesome. Gott, habe ich mich ein paar Mal erschreckt. Ja, dieses Wabbelvieh da, was da so um die Ecke geknuspert ist, das war ekelhaft. Hier ist nur Dunkelheit, ne? Ja, ich würde sagen, das war's. Wann kommt Chapter 2? Das weiß ich nicht. Das kannst du hier in diesem Discord fragen. Oder bei Twitter, Instagram und Twitch. Okay. Auf nach Hause. Yes!